Hallo lieber Steinbock, schön, dass du hier hergefunden hast. So, wir werden uns gemeinsam vom 1. bis zum 15. Januar 2023 anschauen in Sache Liebe. Aber du weißt ganz genau, das ist nicht nur die Liebe zu dem Partner, sondern du kannst das wirklich auch umsetzen, wie du das brauchst. Das ist diese zwischenmenschliche Beziehung. Bitte bedenke, lieber Steinbock, dass nicht jedes Mal es mit dir in Resonanz gehen kann, weil wir ganz viele Menschen sind, da draußen. Und du hast ja aber auch ein Aszendent, du hast ein Mondsternzeichen und ein Venussternzeichen. Hör sie dir bitte an, valutiere das Ganze und dann kannst du das umsetzen, so wie du das brauchst, ne? Okay, ich würde sagen, lass uns starten mit den Seelenpartner-Orakelkarten. Ich mische sie mal ganz grob, weil die sind wirklich zu groß für meine Hände. Und dann picke ich eine Karte im Kollektiven für dich, als schauen, wo die Energie mich hinführt. Ich lasse mich leiten von der Energie. Mal schauen. Für unsere liebe Steinböcke. Hier. Diese Karte möchte ich haben für meine Steinböcke. Schätze deine Lieben. Es ist wichtig, andere von Herzen zu lieben. Schätze, ne? Schätze die Menschen, die du um dich hast. Lieber Steinbock, das könnte gut sein, dass du wirklich sagst, okay, ich habe nicht viel Zeit, den anderen zu zeigen, dass ich wirklich da bin, ne? Dass ich präsent bin. Manchmal ist es so, bei dem Steinbock, der wirkt sehr kalt, ne? Sehr distanziert. Ich weiß, wie das ist, ne? Man hat auch mit Steinböcke zu tun. Und Steinbock kann wirklich das preisgeben. Aber in Wirklichkeit bist du nicht so, lieber Steinbock, ne? Du hast auch ein Herz, du kannst auch lieben, ne? Aber manchmal ist es halt so, ne? Man kann das einfach nicht rüberbringen. Man schafft das einfach nicht, ne? Oder man hat nicht die Zeit. Vielleicht bist du beschäftigt, ne? Andererseits, ne? Irgendwo in irgendeinem Projekt. Was ich aber hier auch sagen kann, ist, dass es nicht nur deine Energie ist, ne? Das könnte auch gut sein, dass es hier um deinem Gegenüberliegenden geht, ne? Dass er quasi dich hat als Person, aber das irgendwie nicht schätzen kann, ne? Was du alles für ihn tust oder für sie, ne? Das kommt immer drauf an, ob du jetzt Frau oder Mann bist. Aber es ist wichtig wirklich, dass wir diese Beziehung pflegen, diese Freundschaft pflegen, ne? Das muss jetzt hier nicht nur die Liebe sein zu dem Partner, wie ich schon erwähnt habe, sondern auch eine Freundschaft, ne? Man ist da für den, also quasi für den Freund, für die Freundin. Man unterstützt sich, ne, auch als Familienmitglied, Bruder, Schwester. Und man sollte wirklich auch präsent sein. Nicht nur da sein, wenn es eine Feier gibt, ne? Wir stellen uns mal vor, ne, das war ja vor kurzem, ne? Wir hatten Weihnachten. Und man sollte wirklich sich die Zeit nehmen oder diese Zeit, die Qualität. Nicht die Zeit zählt, sondern die Qualität, ne? Wie verbringst du diese Zeit mit dieser Person, ne? Bist du wirklich präsent, ne? Zeigst du ihm oder ihr, dass du da bist, dass du ihm zuhörst, ne? Dass du quasi auch ihm das Gefühl gibst, diese Person ist da, ne? Das ist auch sehr, sehr wichtig, ne? Weil du musst ja so überlegen, lieber Steinbock, diese Person, ne, ich stelle mir jetzt das für ältere Menschen vor. Diese Person ist heute da. Bei uns sagt man ein Sprichwort, heute ist sie da, morgen kann sie nicht mehr da sein. Ne? Das ist meistens bei den älteren Personen, aber allgemein, das kann hier auch eine jüngere Person passieren. Ne? Also das ist wichtig, dass man diese Qualität als erstes, ne, quasi als Fundament nimmt. Ne? Nicht auf die Zeit achtet, sondern wirklich auf die Qualität. Okay, machen wir weiter. Sehr, sehr schön, ne? Wie gesagt, das könnte ja deine Energie sein, dass du einfach sagst, okay, ich schätze das, wem ich gegenüber von mir habe, oder das ist die Person, die gegenüber von dir ist, ne? Sie hat so eine tolle Person oder er hat so eine tolle Person, aber merkt das gar nicht, ne? Okay.
Wir machen weiter mit den Tarotkarten. Ich lege das ganz anders wie gewohnt. Und zwar, ich lege das mit dem Kreuz, mit dem kleinen Kreuz, weil sonst sitze ich wirklich bis morgen da, lieber Steinbock. Aber ich schaue mir dank diese neue quasi Legesystem deine Situation besser an. Ne? Aber ich verwende trotzdem die Orakelkarte. Ne? Die dürfen nicht fehlen. Für dich vom 1. bis zum 15. Januar 2023. Du wirst dir dieses Video heute anschauen, genau heute am 3. quasi 3. Januar. Wie gesagt, ich bin eigentlich ja von der Zeit her, ne, ich bin nicht mitgekommen. Das habt ihr, denke ich, alle mitbekommen. Ich war krank. Und auch noch, ne, mit den Feiertagen, da verschiebt sich vieles. So, ich entschuldige mich. Für dich im Kollektiven vom 1. bis zum 15. Januar. Aha, es geht hier um eine Freundschaft, es geht hier um zwei Menschen. Es könnte gut sein, dass du hier vor kurzem jemanden kennengelernt hast, lieber Steinbock. Ihr kennt euch gar nicht so lange. Das könnte hier aber auch eine schöne Freundschaft sein zwischen zwei Menschen. Ne? Also hier ist wirklich diese Zweisamkeit. Also man muss sich hier auch diese Zeit nehmen für den Partner oder für die Partnerin. Ne? Das ist hier, es geht hier um diese Situation, sagen wir mal. Ne? Wenn du jetzt sagst, ich bin alleine, ich bin Single, ich habe gar keinen Partner oder Partnerin, dann ist es einfach, dass du jetzt mehr Zeit verbringen sollst mit dieser Person, die gerade, sagen wir mal, das dir geben kann. Ne? Also quasi dir diese Freude schenken kann. Ne? Also wie gesagt, du könntest ein guter Freund, eine gute Freundin haben oder auch Schwester, Bruder. Das setzt du jetzt einfach um, ne? Oh, okay. Guck mal, das ist jetzt hier so eine Sache. Du hast hier jetzt Page der Stäbe. Das ist die Karte, die uns sagt, das, was wir gerade nicht brauchen, das, was wir vermeiden sollten. Also das ist wie, wenn du jetzt hier kein Abenteuer willst, sondern du suchst hier den Partner, der dir was geben kann. Du suchst jetzt hier keinen Spaß. Das ist jetzt nichts für dich. Ne? Wie gesagt, das könnte gut sein, dass du gerade jemanden hast, der das bevorzugt, der hier Spaß haben möchte, der hier eine Abenteuer mit dir erleben will. Aber das willst du nicht. Das ist nicht deine Situation. Das ist nicht das, was du für die Zukunft willst. Ne? Du möchtest einfach eine Person haben, die dich versteht, die gerade, sagen wir mal, auch mit dir viel unternimmt. Ne? Das könnte aber auch die Kontrapart sein. Du könntest hier ein Crosswatcher sein und sagen, ja, ich treffe mich mit einem Steinbock-Mensch, aber dieser Steinbock-Mensch möchte sich nicht binden. Ne? Er möchte nur seinen Spaß haben. Ne? Sagen wir mal, er ist jetzt gerade anderseits irgendwie interessiert. Nicht unbedingt für eine feste Beziehung. Was ich aber hier auch sehen kann, ist, dass hier eine starke Leidenschaft vorhanden sein kann. Ne? Trotz dessen, ne, ist diese Anziehungskraft da. Aber einer von euch zwei sieht das nicht so. Ne? Einer von euch zwei sagt hier, ich möchte mehr als nur diese intime Sphäre. Ne? Ich erhoffe mir mehr von dieser Situation. Mal schauen, was als nächstes kommt. Acht der Kelche. Was dir jetzt gut tun würde und was jetzt hier gemacht werden sollte, ist einfach Situation gut betrachten, valutieren und sagen, okay, kann mir diese Person überhaupt das geben, was ich mir wünsche? Bekomme ich von dieser Person wirklich das, was ich möchte? Wie ich ja vorhin gesagt habe, vielleicht kann ja gut sein, ihr nehmt das mit der Pinzette, will er oder sie einfach jetzt keine feste Beziehung, lieber Steinbock, aber du schon. Ne? Du setzt das jetzt um, ob du jetzt ein Crosswatcher bist oder wirklich nur hier bist, du bist, es ist dein Sternzeichen, also quasi du bist Steinbock und du sagst, diese Situation mit diesem Menschen, ne, gibt mir keine Sicherheit. Ich habe schon zu viel gegeben. Ich habe wirklich sehr viel gegeben, aber ich habe gemerkt, dass diese Person mir das nicht geben kann, was ich mir wünsche. Und ich verlasse diese Situation. Das wird dir gut tun, diese Situation einfach zu verlassen, weil es uns nichts gibt. Ne? Wir haben
schon zu viel gegeben, lieber Steinbock. Wir haben wirklich sehr viel preisgegeben. Aber irgendwann mal reicht es ja auch, ne, lieber Steinbock. Irgendwann mal sagst du, okay, das ist die Grenze. Ich kann dir nichts mehr geben. Ich habe nichts mehr zu bieten, weil ich sehe, dass ich die ganze Zeit mich opfere für dich, aber du mir nichts gibst, ne? Weil, guck mal, die haben hier eine romantische Beziehung. Und das könnte gut sein, du willst das, ne? Aber du bekommst das nicht, ne? Hier ist es gerade diese Situation, in der du sagst, diese Person kann mir nur diese intime Sphäre geben. Wir treffen uns, haben Sex, ne? Wir sind erwachsene Menschen, aber das war's schon. Diese Person gibt mir nichts anderes als nur das. Vielleicht ist diese Person schon vergeben. Ne? Du könntest ja auch die dritte Person sein und du sagst, boah, das ist für mich nichts mehr. Ich schaffe das nicht mehr. Ne? Also du setzt das bitte einfach um. Ne? Was haben wir hier? Was habe ich gesagt? Die ganze Zeit habe ich das so gehalten, aber wie gesagt, ich habe das selber mir nicht angeschaut. Ne? Und da haben wir einen König der Münzen. Also entweder ist er verheiratet. Ne? Es geht hier um diesen König der Münze. Das ist ja auch deine Energie. Du könntest hier sagen, ich bin wirklich ein Crosswatcher. Ich schaue mir diese Legung an. Er ist Steinbock oder sie ist Steinbock. Ich rede immer in diese weibliche Form. Ne? Du setzt das bitte um. Und ich weiß ganz genau, ne? Diese Person kann mir nicht das geben, was ich mir wünsche, weil er schon eine Familie hat, er schon Vater ist, er schon ein Mann ist, er schon eine Frau zu Hause hat. Das könnte aber auch gut sein. Du bist hier der Mann. Du bist hier dieser verheiratete Mann und sagst, okay, ich kann diese Situation nicht mehr, ich kann das nicht mehr machen. Ich muss jetzt diese Situation verlassen, weil ich möchte wieder den Kontakt zu meiner Frau haben. Das kann ja auch gut sein. Du schaust jetzt diese Legung an und du bist die Frau und du sagst, es geht hier um meinen Mann, der hier gerade irgendwie eine leidenschaftliche, oh Gott, wie sagt man das jetzt auf Deutsch? Abenteuer gehabt hat mit einer anderen Frau, ne? Und jetzt er quasi versucht, ne, diese Situation zu verlassen oder er versucht sich jetzt zu entfernen, weil er wieder die Beziehung zu mir aufbauen möchte, ne? Also du setzt das wirklich um, weil es geht hier um diesen König der Münze. Wow, was haben wir hier? Wir haben hier die Herrscherin. Es geht hier um eine Frau, die sehr unabhängig ist. Eine Herrscherin, die genau weiß, was sie will. Eine Fülle haben wir hier. Eine Frau, die voller Fülle ist. Also ich stelle mir hier vor, entweder bist du die Ex-Frau. Es geht hier tatsächlich um deinen Ex-Mann oder es geht hier tatsächlich um dich als Frau. Du sagst, ich bin hier die Herrscherin. Ich bin Mama. Ne? Ich habe selbst Kinder. Ich habe selbst eine Vergangenheit hinter mir. Aber ich mache das Ganze nicht mehr mit. Wieso sollte ich mich opfern? Ich mache das nicht mehr mit. Ich lasse mich nicht mehr ein auf solche Geschichten oder auf solche Situationen. Und wer weiß, vielleicht hast du auch jemand begegnet, ne, der quasi irgendwie eine Situation hinter sich hat, ne? Und diese Person sieht das nicht so wie du, ne? Also du suchst hier auf jeden Fall keinen Spaß. Du willst das nicht. Du solltest das jetzt vermeiden. Auch wenn du jetzt sagst, okay, ich tendiere jetzt, mir das Spaß zu holen. Oder ich suche mir jetzt eher das Spaß. Das solltest du jetzt eher vermeiden, ne, mit dieser Karte hier. Das ist nicht das, was dich weiterbringt, lieber Steinbock. Ne? Du setzt das jetzt einfach um, weil auch hier, also hier könnte auch eine berufliche Situation sein. Das sehe ich auch hier, ne, bei zwei der Kelche. Das sind zwei Menschen, die sich hier einander treffen und hier auch einen Vertrag abschließen könnten. Dass du jetzt sagst, guck mal, ich habe hier eine Angelegenheit. Ne? Ich habe mehrere Angelegenheiten. Hier ist jemand, der mir hier irgendwie einen Job angeboten hat, aber diesen Job, ne, das ist nicht nur einer Job. Ne? Das ist wie wenn jetzt hier irgendwie eine Gelegenheit kommt, die einem sehr, wie sagt man das, verführen kann. Das ist eine verführerische Angelegenheit, aber ich nehme sie nicht an. Ich nehme sie nicht an, ich verlasse hier eine Situation, einen Job, ne, der mir hier dann auch die Fülle geben kann. Ne? Die Herrscherin ist auch Fülle. Und da wir hier auch einen König der Münzen haben, könnte es auch gut sein, dass du jetzt quasi deinen alten Job verlässt. Du hast nicht nur eine Angelegenheit, sondern du hast mehrere Angelegenheiten. Ne?
Also das kommt immer drauf an, ne, wer sich jetzt diese Legung anschaut. Weil es geht hier auch tatsächlich um die Liebe. Das sieht man hier gleich, ne? Eine Person, die hier wirklich alles gegeben hat, sehr viel gemacht hat für diese Beziehung, aber das nicht zurückgibt. Die Herrscherin ist auch eine schöne Frau, eine intelligente Frau. Das ist ja klar, die Herrscherin. Sie herrscht ihr Leben. Sie hat das im Griff. Ne? Und sie macht das Ganze nicht mehr mit. Also das ist hier sehr wichtig, ne? Dass du jetzt das einfach auf deine Situation umsetzen tust, lieber Steinbock, weil ich weiß ja nicht, was du gerade erlebst, ne? Ob du jetzt hier dieser König bist oder die Herrscherin, die Ex-Frau, du bist hier quasi die Dritte am Rad, ne? Das könnte ja auch gut sein. Und diese Person hat dir eigentlich nichts gegeben, nicht das, was du erwartet hast, ne? So, machen wir weiter mit den etwas anderen Tarotkarten. Wir schauen uns die Situation einfach näher an. Da sind jetzt Karten gefallen. Guck mal, ich nehme die allererste. La Papessa, Geheimnisse. Hier sind Geheimnisse im Spiel. Hier ist eine Situation, entweder wart ihr wirklich geheim zusammen, er hat dich angelogen, er hat dir etwas nicht gesagt, er hat dir das nicht offenbart. Das könnte aber auch gut sein, er hat das dir verschwiegen, dass er verheiratet war. Wie viele Männer machen das? Die tragen den Ehering nicht, die sagen das nicht, die erwähnen das nicht, die sind irgendwie auf eine Geschäftsreise. Ja, tun halt das, was sie tun müssen. Ne? Das ist ja, der Mann wird halt einfach von einem anderen Instinkt geleitet. Das ist anders wie die Frau. Ne? Die Frau hat diese Rationalität, der Mann nicht. Ne? Das ist so. Und hier könnte es aber auch gut sein, dass du dir vorgestellt hast, ne, dass diese Person die richtige ist. Weil die Hohenpriesterin ist auch diese Person, die, wie sagt man das, die Seele darstellt, ne? Und das könnte ja auch ein Seelengefährter sein. Oder besser gesagt, du hast es dir vorgestellt, ne? Du hast dir wirklich in deinem Kopf eingeprägt, quasi, dass er oder sie die Richtige ist. Ja. Das ist aber sehr, sehr wichtig, dass du jetzt die Harmonie wiederfindest von dieser Situation, ne? Dass du dich wiederfindest, ne? Dass du den Gleichgewicht wiederfindest von dir selbst, ne? Durch diese ganze Situation, weil ich könnte mir hier auch vorstellen, dass diese Person dich auch glücklich gemacht hat, auf eine Art und Weise, ne? Das ist ja nicht so, dass du dir alles erfunden hast in deinem Kopf, ne? Du hast diese Person glücklich gemacht, er hat dich irgendwie glücklich gemacht, aber letztendlich, ne? Ist es ja so, dass du entweder diese Situation verlassen hast oder du wirst diese Situation verlassen. Ja, guck mal, Il Demonio. Wow, hier haben wir den Teufel. Weil diese Person einfach dich nicht glücklich machen kann. Jetzt verstehe ich die Sache besser. Diese Person kann dich nicht glücklich machen. Das, was du willst, ne, das kann er dir nicht geben, weil er gebunden ist. Ne? Entweder ist es so, dass diese Person wirklich tatsächlich es dir verschwiegen hat, dass er irgendwie in einer Beziehung ist oder war. Und irgendwie hier auch die Kontrapart, ne, irgendwie auch ziehen kann. Ne? Wie kann man das sagen am besten? Dass hier die Freundin, ne, oder die Frau, das setzt du jetzt bitte um, ob, wenn du jetzt ein Mann bist, dass er hier das Ganze durchschaut hat. Ne, dass er das mitbekommen hat und hat gesagt, stopp. Ne? Also, was geht hier ab? Ich lasse mich nicht verarschen. Ne? Also, hier ist jemand, ne, der wirklich hier nicht korrekt war. Ne? Hier ist jemand, der, sagen wir mal, irgendwie gebunden ist an irgendeine Situation, versklavt ist. Sagen wir das mal so, ne? Der Teufel kann dich versklaven. Und du bist Sklave von dieser Situation, ne? Du bist nicht glücklich. Wir könnten hier auch einen König der Münzen haben, der wirklich tatsächlich auf dich zutreffen möchte oder wirklich auch Gefühle hat für dich irgendwie, aber das nicht machen kann, ne? Sich das nicht erlauben kann, weil er hier gefangen ist mit diesen Teufeln. Wer weiß, ne? Also du setzt das bitte um. Ja, er hat
Schwierigkeiten, Difficulty. Er hat jetzt im Präsent, ne, quasi im Präsente. Das ist hier und jetzt. Er hat Schwierigkeiten wegen seiner Frau. Ich weiß nicht, ne? Ich weiß nicht, was ihm Schwierigkeiten vor quasi, woran diese Schwierigkeiten sind in seinem Leben, ob das jetzt Mann oder Frau ist, aber es geht ihm dabei auch nicht gut, ne? Ich weiß ja nicht, was hier passiert ist. Du setzt das bitte um. Du weißt deine Situation, lieber Steinbock. Ich trinke mal ganz kurz. Okay, wir machen weiter mit den Gefühlen und Emotionen. Ja, weil du kannst den Teufel nicht gut reden. Ne? Das ist ja klar, das war hier nur eine intime Sphäre. Es war hier nur der Sex, der hier einem glücklich gemacht hat. Er hat hier diesen Sex auch ausgenutzt. Ne? Das ist ja klar. Das können wir auch so sehen. Der Sex war hier bombastisch mit dir. Aber letztendlich war es vorbei. Also es ist vorbei. Die andere Situation könnte ja auch gut sein, dass er wirklich hier irgendwie gefühlsmäßig auch etwas für dich empfindet, aber er kann nichts tun, ne? Er ist hier irgendwo gefangen, ne? Also du setzt das jetzt bitte um, lieber Steinbock, auf deine Situation, weil wir haben hier mehrere, ne? Du weißt ganz genau, der Teufel, ja, und quasi noch diesen Page der Stäbe, ne? Das ist für mich wirklich nur diese intime Sphäre. Hier hat der Sex wirklich Spaß gemacht. Okay. So, okay. Tristezza. Okay, guck mal. Die sind hier richtig gefallen. Du bist traurig. Das ist ja klar, ne? Das kann ich gut verstehen. Wenn du dich in dieser Situation befindest, lieber Steinbock, dann bist du wirklich traurig. Oder er ist traurig. Dass er quasi dich verloren hat, dass du gegangen bist, dass du diese Situation verlassen hast. Das kann auch gut sein, ne? Ich sehe die andere Karte nicht. Ich lege sie wieder zurück. Ja, hier ist jemand sehr enttäuscht, sehr traurig, wie das Ganze gelaufen ist. Das könnte hier aber auch die Ex-Frau sein oder quasi die, wo das Ganze mitbekommen hat, ne? Ich kann mir auch vorstellen, wie es der Frau geht, ne? Die das Ganze mitmacht. Bendimento. Also entweder hat er das bereut, ne, dass du jetzt sagst, okay, es ist hier mein Ex-Mann, der hier das Ganze bereut hat, oder mein Freund, der mir fremdgegangen ist, ne, und der wirklich das bereut von Herzen, ne, aber du sagst hier als Steinbockfrau oder als Mann, das ist mir egal, das mache ich nicht mehr mit, ne, was er gemacht hat, das kann ich ihm nicht verzeihen. Das geht einfach nicht. Du kannst. Also klar, man gibt eine zweite Chance. Ne? Jeder verdient eine zweite Chance. Aber ich weiß ja nicht eure Situation, lieber Steinbock, wie du das siehst. Ne? Und der liebe Steinbock ist halt so ein Mensch, ne? Der ist ja wirklich schon hart. Ne? Also falls du jetzt sagst, ich bin ein Crosswatcher und das war dieser Steinbock, er ist mir fremdgegangen. Ne? Er kann ja das Ganze hier auch bereut haben. Und das tut ihm auch leid. Aber letztendlich hat er das gemacht. Der kann die Vergangenheit nicht wieder gut machen, ne? Er kann jetzt nur hier in die Zukunft quasi, im Hier und Jetzt, ne, kann er irgendwie das regeln, ne, oder mit dir reden und Fakten bringen. Aber ob das wirklich hilft, das bleibt in deiner Hand, ne? Ich weiß ja nicht. Hier sind Konflikte. Ich weiß nicht, das könnte gut sein, lieber Steinbock. Du selber, ne? Du selber sagst jetzt, okay, ich weiß nicht, soll ich ihm verzeihen oder nicht? Das ist schon mal ein Konflikt. Man weiß ja nicht, soll ich ihm glauben oder soll ich ihm nicht glauben? Oder du hier als Person, ne? Dass du jetzt dir diese Legung anschaust, ne? Und es geht hier um diesen König der Münzen. Sagen wir mal, es geht hier um ihn. Und er hat hier innerliche Konflikte, weil er nicht weiß, was er machen soll. Er hat immer noch hier irgendwo seine Frau, ne? Seine Familie. Aber irgendwo will er auch zu dir. Irgendwie sucht er nach dir, ne? Also ich vermute ganz stark, dass ihr wirklich hier insgeheim zusammen wart oder das war hier eine heimliche Beziehung oder er hat es dir verschwiegen. Das ist ja klar, ne? Du setzt das Ganze um.
Jalousia. Hier ist auch eine starke Eifersucht, ne? Das ist ja klar. Der dritte, ne? Die dritte Person ist immer eifersüchtig. Das tut schon weh, wenn du weißt, dass diese Person vergeben ist. Oder wenn er weiß, dass du quasi dein Leben leben kannst und er irgendwie mit ihr zusammen sein muss. Wegen irgendwelcher Situation, wegen den Kindern, wer weiß Gott, ne, was für was er mit ihr zusammen ist oder sie mit ihm immer noch zusammen ist, ne? Und du kämpfst hier als Mann, das könnte ja auch gut sein. Und du bist hier auch eifersüchtig, weil es dir wehtut, ne? Also ihr setzt das um, weil wir sind ganz viele Menschen da draußen, ne? Bedenkt das bitte. So, machen wir weiter mit den Hexen-Orakelkarten. Die sind neu. Oh, die fallen hier. Dispetto, oh mein Gott, okay. Erschreckt euch nicht, ne? Das ist eine Voodoo-Puppe. Das sind die Hexen-Orakelkarten, die uns zeigen, tatsächlich, was wir unternehmen können, einen Tipp geben können, aber auch uns zeigen können, was auf uns zutreffen könnte, ne? Quasi eine Zukunftsprognose geben können. Und guck mal, was du hier hast. Ich nehme sie beide. Direzione. Du hast hier jemand, der das absichtlich tut. Das ist wie wenn jemand dispetto, ich provoziere dich jetzt. Das ist wie eine Provokation. Oder das ist wie wenn jemand hier auch sagen kann, ich mache das jetzt absichtlich. Ne? Ich räche mich jetzt an diese Situation. Ich weiß ja nicht wie oder ich weiß hier nicht, wie diese Person das machen kann. Ne? Vielleicht durch einen anderen oder du sagst jetzt, okay, als Rache, ne, lasse ich dich jetzt leiden. Das ist meine Rache. Oder ich könnte hier das auch tun. Ich könnte auch fremd gehen. Du könntest hier sagen, okay, du bist mir fremd gegangen, dann bekommst du das auch zurück. Also hier ist aber auch eine Direktion. Das ist hier wichtig, dass du eine Entscheidung auch triffst. Welche Direktion willst du gehen? Na, hier sagen auch die Hexe, entscheide dich auch richtig, ne? Falls du jetzt hier irgendwelche Konflikte hast oder du nicht weißt oder er. Das ist ja klar, er weiß nicht, wie er das Ganze irgendwie am besten lösen kann, ne? Weil er vielleicht irgendwo seine Frau hat, seine Familie und irgendwo auch du bist. Also hier braucht er eine Direktion. Das ist wichtig, ne? Ich nehme jetzt noch mal eine Karte. Scelte d'affari. Guck mal, was habe ich gesagt? Wow, Wahnsinn. Grazie, grazie. Also danke, liebe Geistführer. Das ist wichtig, dass du hier eine Entscheidung triffst. Es gibt hier Entscheidungen. Zwei Frauen, zwei Männer. Ich weiß, dass du nicht die letzte Entscheidung oder quasi, wie sagt man das? Una scelta di ripiego. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch das quasi übersetzen kann, aber ich bin nicht das dritte Rad oder ich bin nicht die letzte oder ich bin nicht deine. Boah, wie kann man das sagen? Ja, nur weil du jetzt keine andere Wahl hast, triffst du jetzt die Wahl quasi, dass du mich nimmst, ne? Weißt du, was ich meine? Also hier ist eine wichtige Entscheidung. Vielleicht hast du ihn tatsächlich vor diese Entscheidung gestellt, ne? Und er hat sich hier irgendwie, ja, sagen wir mal, für dich als Frau entschieden. Aber das ist dir einfach zu viel geworden, ne? Die ganze Situation. Du, wie sagt man das? Du kannst das nicht ertragen. Ne? Du hast das Ganze mitgemacht bis einen gewissen Punkt und jetzt hast du dich entschieden, ne, die Situation zu verlassen. Also hier haben wir wirklich mehrere Varianten, lieber Steinbock. Das kommt immer drauf an. Opportunità, che passione. Ja, ich könnte mir hier vorstellen, dass hier wirklich diese Leidenschaft sehr stark war, ne? Und dass diese Person hier auch eine Angelegenheit, ne, haben könnte, eventuell mit dir zusammen zu sein. Dass er quasi sagen kann, okay, wenn ich das will, ne, wenn ich mich befreien kann, dann kann ich wirklich mit dieser Person zusammen sein. Aber ich muss mich ja auch entscheiden, ne? Ich muss ja auch die richtige Entscheidung treffen. Letztendlich liegt es in seiner Hand. Ne, ob das jetzt Mann oder Frau ist. Also, ich kann mich ja nicht versklaven lassen von dieser Situation. Wenn ich jetzt sage, ich liebe meine Frau nicht mehr oder ich liebe meinen Mann nicht mehr, das liegt in meiner Hand. Ich muss ja eine Entscheidung treffen. Also, hier haben wir schon, sagen wir mal lieber Steinbock, eine komplizierte Situation. Das ist nicht einfach, ne?
Aber du als Frau, wenn du jetzt hier die Frau bist und sagst, guck mal, ich bin diese Herrscherin hier, ich möchte wirklich jetzt hier diese Situation hinter mir lassen. Und ich habe das schon hinter mir gelassen. Aber er kommt nicht damit klar. Das könnte auch gut sein, ne? So, machen wir weiter mit den letzten Orakelkarten. Und zwar, wir werden jetzt hier uns deine Liebessituation anschauen, was hier passiert ist, weil hier könnte die Vergangenheit dargestellt werden, aber auch die Zukunft, das Hier und Jetzt, das setzt du einfach so um, wie du das brauchst, ne? Ich weiß ja deine Situation nicht, lieber Steinbock. Vom 1. bis zum 15. Da hat sich was umgekippt. Guck mal. Wow, der Wahnsinn, der Wahnsinn. Non vorrei che fosse troppo tardi. Jetzt ist es zu spät geworden. Also ich möchte jetzt nicht, dass es zu spät wird. Stell dir mal vor, er hat sich entschieden. Aber das ist zu spät. Tut mir leid, sorry. Du kommst zu spät. It's too late. Das ist wirklich so. Also, der Mann oder die Frau, ne, da kann man, also man sollte nicht zu viel an diesem Seil, ne, wie sagt man das, ziehen. Bei uns sagt man, non tirare troppo la corda. Zieh nicht zu sehr an diesem Seil, weil dann wird er wirklich kaputt gehen. Ne? Dann bricht dieser Seil. Und dann ist es zu spät. Und das ist hier auch passiert oder das könnte hier passieren. Oder eventuell sagst du, er hat sich irgendwie entschieden, aber mir passt das nicht. Zu spät, ne? Okay, machen wir weiter. Wir picken noch mehr Karten. Guck mal, das ist diese Revanche. Wow, das ist der Wahnsinn. Lieber Steinbock, ich muss gerade so lachen. Also, ich vermute ganz stark, dass du hier wirklich eine Kämpferin bist. Dass du, wenn du jetzt hier eine Frau bist, oh, dann hast du wirklich Attributen da unten. Also, du hast das, was ein Mann nicht hat. Also, du sagst hier, alles ist gut. Aber du hast es ihm heimgezahlt. Du hast es ihm schon gezeigt, wo es lang geht. Also du lässt dich hier nicht verarschen. Also du hast hier wirklich, wenn du der Mann hier bist, dann hast du hier wirklich mit einer Frau zu tun, die wirklich hart ist. Also die wirklich einem zeigen kann, wo es lang geht. Also diese Frau gibt sich nicht als zufrieden. Wenn ich nicht das hier hinter mir lasse, wie ich das sage. Wow, Wahnsinn, Wahnsinn. Hammerlegung, ne? Ich weiß ja nicht jetzt, was du hier alles durchgemacht hast, aber hier haben wir mit einer Frau zu tun, die nicht blöd ist. Die sich nicht veräppern lässt, die sich das nicht gefallen lässt mehr, weil du hast hier ganz viel gegeben. Und jetzt reicht's, ne? Jetzt reicht's wirklich. Also ich vermute ganz stark, dass hier irgendwelche Differenzen sein könnten. Entweder seid ihr hier, also diese Person könnte hier eine andere Kultur haben. Also das ist ja klar, du siehst es ja hier, ne? Ich brauche das jetzt nicht zu erklären, dass hier vielleicht auch kulturelle Meinungsverschiedenheiten sein könnten. Aber das ist wie wenn hier aber das gar keine Rolle gespielt hat. Also das spielt gar keine Rolle. Man, das ist nicht das Problem gewesen. Sagen wir mal so, hier sind andere Probleme, ne? Weil er liebt hier oder du liebst hier diese Differenzen. Das spielt hier gar keine Rolle, ob er jetzt hier Muslime sein kann oder sagen wir mal, ja, von eine ganz andere Art und Weise, ne? Wie du bist. Das spielt hier gar keine Rolle, sondern hier spielt etwas anderes eine Rolle. Ob man hier korrekt war und wie man sich hier benommen hat. Ne? Wahnsinn. Ja, guck mal. Letztendlich hast du erfahren, wem du gegenüber von dir hast. Eine Person, die hier eine Maske getragen hat. Jetzt hast du kennengelernt oder quasi, du hast hier die richtige Person kennengelernt. Das ist diese Person ohne Filter. Jetzt weißt du, wer er ist in Wirklichkeit oder wer sie ist. Ne? Wie gesagt, du kannst hier Mann, Frau sein, das spielt gar keine Rolle. Ich nehme jetzt hier niemand in Schutz. Aber du hast jetzt hier seine Maske abgezogen. Er hat seine Maske auch abgezogen, weil er das musste. Er konnte nicht anders. Ne? Du hast hier die Wahrheit erfahren. Also, falls du jetzt sagst, ne, er hat es dir verschwiegen, dass er verheiratet war oder in einer Beziehung war und er irgendwie etwas vorgespielt hat. Jetzt endlich hast du eingesehen, mit wem du zu tun hast. Ne? Wow, fantastisch.
Hier gehen alle Karten in Resonanz. Lieber Steinbock, ich weiß ja nicht, ne, was hier passiert ist. Das könnte ja auch deine Vergangenheit sein und du könntest schon längst abgeschlossen haben. Ne? Das ist ja klar, die Karten zeigen immer alles hier und jetzt. Und mal ist es so, dass die Vergangenheit rauskommt. Ne? Weil das ist ja klar, hier hast du jemanden, den du eigentlich schätzen solltest. Und diese Person hat das vielleicht nicht gemacht und das ist zu spät. Jetzt ist sie weg, wie man bei uns sagt. Jetzt ist sie weg. Finito, basta. Diese Person gibt's nicht mehr. Diese Person lässt sich nicht mehr veräppeln. Ne? Diese Person sagt, jetzt lebe ich mein Leben. Da ist sie. Guck mal, wie schön das ist. Also, ich feiere sowas, ne? Weil man lässt sich nicht, wie sagt man das, runterkriegen. Als Frau oder als Mann lässt du dich nicht mehr veräppeln. Jetzt spiele ich nach meinen Regeln. Ne? Und lass hier hinter mir den Chaos, die Bombe platzen. Ich weiß ja nicht, was du gemacht hast. Weil guck mal, ich weiß nicht, hast du ihm das heimgezahlt? Ich weiß nicht, wie hast du das geschafft? Du hast ihm irgendetwas gemacht oder ihr? Weil ich vermute ganz stark, dass es eine Energie ist von der Frau. Wir Frauen können nur so sein. Ne? Die Männer sind da nicht so. Ne? Okay, jetzt schauen wir uns das Ganze mit den Sternzeichen an. Mit welchen Sternzeichen hast du zu tun? Oder du hattest quasi den Kontakt zu ihm, zu ihr. Das könnte hier dein Aszendent, dein Mondsternzeichen, dein Venussternzeichen sein. Du setzt das einfach um. Wir haben hier Stier, auch Erdelement. Du hast hier, Entschuldigung, jetzt wollte ich gerade Widder sagen. Ich weiß gar nicht wieso. Jungfrau. Und du hast hier Skorpion. Und zu guten Letzt auch Wassermann. Das könnte hier, wie gesagt, dein Aszendent, dein Mond- oder Venus-Sternzeichen sein oder gar nicht mit dir in Resonanz gehen. Ne? Das ist ja klar. Lieber Steinbock, erzwinge dich nicht. Die Karten haben keinerlei Macht auf dich, sondern die Macht ist in deiner Hand. Ne? Und das weißt du. Okay, das war alles. Ich hoffe, ich konnte dir behilflich sein in meinem kleinen. Lieber Steinbock, ich freue mich über einen Feedback, ne? Über einen Daumen nach oben. Pass auf dich auf, mach's gut.